Hallo liebe Freunde, willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute werde ich was erzählen in der Rubrik Naturkunde, und zwar über die Null und über YouTube selber. Die Rubrik Naturkunde ist für mich ein bisschen vermessen. Also meine schulische Laufbahn war geprägt durchgehend von schlechten Noten in Physik, Chemie, Mathematik. Ich habe mich da gerade so durchgehangelt. Also ein bisschen geht es mir da so wie bei dem Bach-Video. Hier erzählt ein Blinder vom Licht, aber gleichwohl, die Naturkunde gehört dazu. Ein bisschen was sollte man dazu wissen, und es gibt das eine oder andere wirklich spannende Thema in dem Bereich, und dazu gehört die Null. Ich komme auf dieses Thema, weil wir zuletzt in Indien waren. Auf dem Fluxfabulator haben wir uns eingetragen, Großmogul Babur 1483 bis 1530, der zusammen mit seinen Nachkommen eine große Herrschaft in Nordindien aufbaute und Anhänger des Islam war, bei einer vorwiegend hinduistisch geprägten Gesellschaft in Indien. Und aus dieser hinduistischen Gesellschaft entstammt das Konzept der Null. Und zwar haben das die Inder 200 vor Christus erfunden, also lange bevor Mohammed den Islam stiftete und dann die große Invasion durch Genghis Khan sich abzeichnete. Also 200 vor Christus, nach Christus, ist schon sehr lange zurück. Wir waren in dem Gebiet, waren wir zuletzt bei den Videos Caesar und der Untergang der Römischen Republik, da waren wir so 100 bis 40 vor Christus. Also 200 nach Christus erfinden die Inder die Null. Und zwar gab es die Zahlen 1 bis 9 schon vorher, aber die Null fehlte. Bei den Babyloniern, Griechen und Chinesen gab es Platzhalter. Früher, so habe ich mir angelesen, früher rechnete man in Kolonnen. Ich hoffe, das kann man jetzt erkennen. Ja, es geht ganz gut. In Kolonnen. Und zwar in Kolonnen für Hunderter, Zehner und Einer Schritte. Also wenn man zum Beispiel die Zahl 110 verdeutlichen wollte, hat man sozusagen hier einen Strich gemacht, 100er. Man hat für 110 ein Zehner und man hat von den Einsern keine. Also hier ist nichts. Das ist sozusagen die Aussage des Platzhalters, hier ist kein Einser. Nun hatten die Inder die Idee, diesem Platzhalter, hier ist nichts, einen eigenen Zahlenwert zuzumessen, sodass dann der Zahlenstrahl von 0 bis 9 ging. Also die 0, so die Idee der Inder, als Zahl mit eigenem Recht und nicht nur als Symbol für hier ist nichts oder beziehungsweise hier ist keine Einser, kein Einser. Das Zeichen, das die Inder dafür erfanden, war der runde Kreis, die heutige 0. Da gibt es nun diverse Spekulationen, wie die Inder auf dieses kreisrunde Zeichen, manchmal war es eben auch ausgefüllt, also eher ein großer Punkt. Wie kamen die Inder darauf, hier dieses Zeichen zu nehmen? Man vermutet, aber ich halte das persönlich für eine wilde Vermutung, aber eine sehr schöne Idee, man vermutet, dass es durch das Rechnen im Sand mit Steinen gekommen ist. Wenn wir uns verdeutlichen, zum Beispiel die Rechenoperation 110 minus 10, das wäre jetzt hier sozusagen 110 und hier ist nichts, und dann die Rechenoperation minus 10, dann käme man auf folgende Rechenoperation im Sand. Ich habe das hier jetzt mal mit Mehl
versucht darzustellen aus meinen Küchenbeständen. Und zwar hat man 111, man hat drei Steine in jeder der Kolumnen. Hier drüben, das ist die 100er Zeile, ich habe einen 100er, ich habe einen 10er, das ist die 10er Zeile hier, und ich habe einen 1er, die 1er Zeile, 111. Wenn ich davon nun 10 abziehe, dann, so wird vermutet, funktionierte die, wie soll ich sagen, praktische Rechenoperation so, dass man zur Verdeutlichung den Stein in der 10er Spalte wegnahm und übrig blieb hier ein Loch. Und damit wird versucht zu erklären, warum die 0 als Zahl die Form eines Kreises hat. Ich fand das eine ganz nette, einen ganz netten Erklärungsversuch. Ob das jetzt nun alles so stimmt, das weiß ich nicht. Aber die Geschichte ist so gut, als dass sie nicht wahr wäre. Warum die Inder darauf gekommen sind, der Zahl 0 einen eigenen, wie soll ich sagen, einen eigenen Wert, einen eigenen Zahlencharakter zuzumessen, da wird gesagt, es könnte an der indischen Philosophie liegen. Dort wird eben gesagt, das Universum ist aus dem Nichts entstanden. Klingt ja so ein bisschen wie die Urknalltheorie. Plötzlich tut es einen Schlag und das Universum entsteht. Ist mir bis heute auch nicht so ganz einleuchtend. Jedenfalls, das Universum ist aus dem Nichts entstanden und das Ziel alles Lebens ist wieder das Verschwinden im Nichts. Naja, nun gut, jeder denkt da eben anders und erklärt sich die Welt und versucht sich die Welt zu erklären. Jedenfalls hat man eine Handschrift gefunden, in der zum ersten Mal die Null auftauchte. Das war schon vor einigen Jahren. Und die Handschrift war so wertvoll, dass man sich nicht getraute, Stückchen abzuschneiden und zu analysieren. Man kann mit der sogenannten Radiokarbon-Methode, heißt die, glaube ich, feststellen, wie alt bestimmte Dinge sind, die Umweltradioaktivität aufnehmen. Und man weiß, wie, in welchen Intervallen, in welchen Zeitabständen die Atome zerfallen. Und so kann man sozusagen zurückrechnen anhand des Restbestandes, wie viel Zeit vergangen ist seit der Schöpfung dieses Dings bis heute. Und die Radiokarbon-Methode, obwohl die jetzt auch gerade wieder angezweifelt wird in der Archäologie, jedenfalls sagt die, diese Handschrift aus dem alten Indien ist 300 bis 400 Jahre nach Christus. Und damit wird sozusagen die Null, die bisher so eher auf 600 nach Christus datiert oder immer weiter nach vorne geschoben. Und dieses Handbuch oder dieses Schriftstück ist ein Handbuch für Kaufleute und sollte wohl Hilfestellung beim Rechnen bieten. Und ich hoffe, das kann man sehen. Ich halte das jetzt mal hier so in die Kamera. So, da ist ein schöner Pfeil schon mit drauf gedruckt. Und da sieht man, der Pfeil zeigt auch so einen kleinen ausgefüllten Punkt, etwas größeren Punkt. Das ist die Null, die hier zum ersten Mal in Papier oder Papyrus, ich weiß nicht, was für ein Material das hier ist, aufgeschrieben wurde und, wie sich aus dem Zusammenhang mit dem übrigen Text gibt, hier als echte eigene Zahl verwandt wurde. Also die alten Inder waren schon sehr, sehr schlaue Leute. Und sind auch heute, so wird berichtet, in der Mathematik eines der führenden Völker, sage ich mal, oder jedenfalls sehr talentiert und interessiert auf dem Gebiet der Mathematik. Nun gut, wir haben also datieren so die Erfindung der Null als eigene Zahl auf den Zeitraum 200 nach Christus. Das fällt in die Zeit, als die Kaiser des Römischen Reichs dann regierten und 622 in der Gegend rum, Geburt Mohammed, haben wir ja in der letzten Sendung gelernt. Also so irgendwo dazwischen in Indien finden die Inder die Null und diese kommt in den arabischen Raum und zwar ungefähr im Jahre 700. Da
Dazu werde ich wie immer hier meine Weltkarte aufzeichnen. Diesmal etwas grober, weil es ja nur hier um die groben Linien geht. Also, wir fangen wie immer hier oben an. Na, jetzt funktioniert es natürlich wieder prompt nicht. Wir fangen hier oben an, einen Augenblick bitte, und zeichnen hier wieder Frankreich ein. So kann ich mir das mal am besten merken. Dann haben wir hier, dann geht es hier raus, hier kommt Spanien, geht es wieder hier zurück, hier geht es wieder in den italienischen Stiefel, ganz klar, hier die Adria, hier kommt wieder Griechenland, hier oben geht es rein in den Bosporus und ins Schwarze Meer, hier kommt wieder die Türkei, dann geht es hier rum, hier geht es Libanon und Israel, hier geht es um die Ecke, da fließt irgendwo der Nil in das Mittelmeer, dann geht es hier leicht hoch, hier drüben ist dann Afrika und dann geht es wieder so runter, wie wir es letztes Mal gesehen haben. Hier hinten kommt dann wieder Afrika hoch, hier ist die arabische Halbinsel. Wieder zeichnen wir wieder nur einfach mal Städte ein, um ein bisschen den Überblick zu bekommen. Hier oben natürlich wieder England, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu groß geraten. Hier geht es weiter, hier wie immer der Rhein, hier die Alpen. Istanbul, Athen, Rom, Berlin hier drüben, München, Köln, Hamburg, Hansestadt Hamburg und hier drüben, wie üblich, Jerusalem, Damaskus hier oben, Babylon, naja, machen wir mal hier hin, Babylon, hier oben Ankara, hier unten Alexandria, Kairo, hier drüben Tunis und da ist Sizilien, hier drüben Gibraltar. Gut, ich will damit nicht länger langweilen und hier drüben kommt, wie gehabt, der indische Subkontinent, der wie ein Dreieck gestaltet ist. Hier oben beult sich der riesen Himalaya drüber. Kann man das denn noch erkennen? Ja, naja, so ein bisschen. Na jedenfalls, der Baikalsee ist hier irgendwo so. Jedenfalls, wie sind nun die Entwicklungslinien der Ausbreitung der Null? Also 200 hier in Indien erfunden, aufgeschrieben in kaufmännischen oder Handbüchern für Kaufmänner und um 700 gelangt, auf welchen Wegen auch immer, das Wissen um die Null und die Schriftstücke in den arabischen Raum Richtung Bagdad. Und dort wirkt ein Gelehrter, ein islamischer Gelehrter. Und zwar, ich versuche es jetzt mal vorzulesen, Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Ghorizmi, also Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Ghorizmi, und der übersetzte und schaute sich die indischen Quellen an. Ich habe hier ein Bild, das ist in Kiva in Usbekistan, da vor der Universität haben die Usbeken ihm hier ein Denkmal gesetzt. Ich finde es ein sehr schönes Denkmal. Man sieht, wie der Gelehrte da sitzt und gedankenvoll über Manuskripten oder was es auch immer ist, gebeugt ist und nachdenkt. Also eigentlich ein sehr schönes Bild. Und dieser Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi lebte von 780 bis 885 oder 850 und er wirkte in Bagdad. Bagdad haben wir eingezeigt, ist hier, dort in etwa, wo die arabische Halbinsel endet und die Ölschiffe aus, ich glaube, der Schatt el-Arab wird es genannt, rausfahren, um die Welt mit Öl zu versorgen. Nun gut, also wir haben hier einen Gelehrten um 800, der sich die Idee der Inder über die Null. Und jetzt habe ich versucht, so ein bisschen den Namen Al-Ghorizmi deutlich auszusprechen und sofort wird ihm
einem natürlich klar, Algorithmi, die ganze Welt spricht im Augenblick von Algorithmus. Also scheint doch dieser Algorithmi damals 800 nach Christus irgendwas mit dem Begriff Algorithmus zu tun haben. Und tatsächlich geht der Begriff Algorithmus aus der Mathematik auf ihn zurück. Und Algorithmus ist im Augenblick gerade das große Stichwort in der aktuellen Zeit. Die amerikanische Presse und im Gefolge dann die europäische Presse ist voll von der Kommentierung eines Sachverhalts, der wirklich schwer zu denken gibt, auch bei YouTube. Und zwar scheinen Wissenschaftler festgestellt zu haben, dass der Algorithmus, die Einstellung, die mathematische Einstellung der YouTube-Firma so gestaltet ist, dass sie einem immer, wie soll ich sagen, extremere Vorschläge unterbreitet, wenn man sich mit einem Geschäft, Thema beschäftigt. Also man fängt an bei Katzenvideos und so behaupten diese Wissenschaftler, landet man zwangsläufig, wenn man sozusagen den Vorschlägen alle folgt, irgendwann dann bei dem Thema die Abgasstrahlen am Himmel, das seien chemische Waffen, die gegen die Bürger eingesetzt werden, um ihr Gehirn zu schrumpfen. Das geht in die eine oder andere Richtung jedenfalls. Man landet immer am Ende bei immer absurderen Horror- und Verschwörungsstrategien. Und darauf hat jetzt YouTube aktuell reagiert. Und das, was die gemacht haben, ist wirklich schon ein großer Knaller. Die haben gesagt, naja, wenn irgendwie so Verschwörungstheorien auftauchen und durch unser Computerprogramm entdeckt werden, dann hauen wir einfach daneben einen Wikipedia-Artikel, der sozusagen die Fakten präsentieren soll. Und naja, nun ist es eben so, dass Wikipedia dort Leute arbeiten für kein Geld und versuchen, eine Datenbank aufzubauen, die der Allgemeinheit zur Verfügung steht, wo sich jeder ohne irgendetwas zu bezahlen schlau machen kann. Und das wird nun von einer Firma genutzt, um ein Problem zu lösen. Und diese Firma verdient mit ihrem Produkt sehr viel Geld und das Produkt ist problembehaftet und sie nutzt sozusagen freiwillige Leistungen anderer Leute, die dafür kein Geld bekommen, um so ihr eigenes Produkt, wie soll ich sagen, wettbewerbsfähiger zu machen oder verkaufbarer oder nutzbarer, bei den Werbekunden besser platzierbar zu machen. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was da passiert. Nun gut. Also, dieser Algorithmi, der hat jedenfalls 825 ein Buch verfasst über die indischen Zahlen. Und 830 hat er noch ein Buch geschrieben, alles immer hier schön in Bagdad. Und zwar heißt das Al-Kitab, Al-Mutasar fi Hisab, Al-Gabr wa in Mukabala. Also nochmal, ich hoffe jetzt, die Arabischsprecher, ich bitte um Verzeihung, wenn ich hier irgendwie diese Sprache, schöne Sprache verballhorne. Jedenfalls nochmal, Al-Kitab, Al-Mutasar fi Hisab, Al-Gabr wa in Mukabala. Was kommt da drin vor? Al-Gabr. An was erinnert es mathematisch? Algebra, richtig. Und zwar ist das ein arabisches Wort, das dann später übernommen wurde, ins Lateinische übersetzt wurde und in die anderen europäischen Sprachen. Man wusste nicht so genau Algebra, ich glaube, das heißt hinzufügen. Jedenfalls hat man einfach Algebra versucht, das arabische Wort irgendeine Entsprechung, so ähnlich klingend und sinnmachende Entsprechung in den anderen Sprachen zu finden. Und da kam man eben auf Algebra. Und so hat sich das eingebürgert, nämlich 1145, wir sind jetzt mitten im Mittelalter, ist das Buch ins Lateinische übersetzt worden. Und das Buch heißt,
Das kurze Buch über das Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen. Also Ergänzen heißt, glaube ich, dann Algebra. Und Algebra ist einfach, also das, womit ich immer in der Schule gequält wurde. Also ich habe es nicht begriffen, also da reichen meine Fähigkeiten leider einfach nicht aus. Allerdings zu meiner Rechtfertigung, nein, zu meinem Trost, sage ich mir, dass die Mathematik-, Physik- und Chemielehrer auch an der Schule eine einzige Katastrophe waren. Die hatten nie ein einziges Mal erklärt, warum man den ganzen Zinnober mit diesen Zahlen hoch und runter macht. Und als dann eines Tages mal ein Lehrer, ich glaube eher aus Versehen, mal sagte, naja, mit dem Ding kann man ausrechnen, wie viel Dosen ich aus einem Blech machen kann, wenn ich jetzt einen Quadratmeter Blech habe. Da habe ich dann, glaube ich, und da erinnere ich mich noch sehr gut, zum ersten Mal richtig zugehört und habe gesagt, der Mensch, na, das ist ja mal eine tolle Idee. Aber ansonsten wurde leider die Naturwissenschaften immer wie eine, wie soll ich sagen, Denksportaufgabe präsentiert. Und dafür war mir damals, als ich jung war, einfach ein bisschen meine Zeit zu schade. Aber mir fehlen auch tatsächlich, ähnlich wie bei der Musik, das Talent dafür. Also insofern, Algebra können wir uns merken. Und Algorithmus geht alles auf diesen ich glaube, so schreibt man quasi zurück, dessen Name verballhornt wurde. Verballhornt ist, wenn ich einen Namen lustig darstelle oder aber unwissend eben falsch wiedergebe, geht auf diesen Al-Khwarizmi zurück und kommt aus dem Arabischen und ist letztlich entstanden durch einen Übersetzungsfehler von arabischen Texten, die ihrerseits wieder von Indern stammen. Also das Wissen über die Null kommt von Indien nach Bagdad. Es hat sich bis dahin natürlich überall der Islam ausgebreitet. 1045, ich weiß nicht, ist da Konstantinopel schon erobert? Na knapp, noch nicht ganz, glaube ich. Und hier bis Spanien. Und da trifft dann sozusagen das kalte, damals noch sehr, naja, arme, ungebildete Europa, trifft dann auf den verschiedensten Wegen auf das Wissen, das die Araber sozusagen aus Indien mitgebracht haben in den zentraleuropäischen Raum. Und das ist eben eine tolle Leistung, wie eine Idee von so bahnbrechender Bedeutung den Weg vom Rande des Himalayas über die arabische Wüste bis nach Europa gefunden hat. Jedenfalls von dort kommt es nach Italien, nach Pisa. Dort gibt es einen Mann, Leonardo de Pisa, ja, wenn er aus Pisa kommt, Leonardo de Pisa, der lebte von 1170 bis 1240, geboren in Pisa und gestorben in Pisa. Und ich glaube, der musste einen Verwandten in Algerien bei seinen Besuchen und ihm da irgendwie helfen. Und da ist er dann auf die indische Rechenkunst gestoßen und hat die weiter verfeinert. Und hier gehen wir jetzt ein bisschen über die Null hinweg und kommen auf eine andere, wie soll ich sagen, naturkundliche Erfindung bzw. naturkundliche Entdeckung. Das ist hier jetzt ein Bild. Ach, das halte ich vielleicht doch auch nochmal in die Kamera, damit man es ja so, damit man es besser sieht. Das ist eine Statue auf dem Friedhof in Pisa, die zeigt diesen Leonardo de Pisa, genannt Fibonacci, als Statue dort. Gut, ich denke, Pisa ist sehr, sehr stolz auf ihn und deswegen haben die ihm auch eine Statue da hingestellt. Gut, er liest also irgendwo in Algerien, liest er diesen Al-Khwarizmi und beschäftigt sich mit Mathematik und schreibt über die Mathematik sehr viele interessante Bücher. Eines widmete er Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, den wir auch noch hier mal irgendwann im Mittelalter kennenlernen werden. Er war König von Sizilien, ist in Sizilien aufgewachsen, er war Staufer und Schwabe sozusagen, von daher sozusagen aus meinem Heimatland. Auf die Staufer ist man in Schwaben sehr stolz. Jedenfalls ein großer König,
der sozusagen zwischen mehreren Welten lebte, im arabischen Raum, mit arabischem Einfluss, er lebte auf Sizilien und mit einem starken arabischen Einfluss, und er war eben Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und war an allen Dingen der Naturkunde interessiert, und für ihn schrieb eben hier der Al-Bazimi, schrieb dann auch Bücher. Wichtig ist aber, was er erfunden hat, nein, entdeckt hat, deswegen sind wir ja im Bereich der Naturkunde, er hat entdeckt die sogenannte, klar nach ihm benannte, Fibonacci-Folge. Das ist eine sehr interessante Entdeckung, und zwar sagt die aus, wenn man in einer Zahlenreihe immer die nächsten Zahlen notiert und dann die Summe aufschreibt, kommt man, wenn man das immer weitermacht, auf eine bestimmte Zahlenkette, Zahlenfolge, die in der Natur immer wieder kommt. Fibonacci entdeckte das, als er sich die Frage stellte, wenn ich zwei Kaninchen in ein Jahr lang in einen Kasten sperre, mit Futter versorge, und angenommen, die würden sich jetzt alle problemlos immer weiter vermehren, wie viel hätte ich dann bei einer bestimmten gegebenen Vermehrungsrate, wie viele Kaninchen hätte ich dann nach einem Jahr in diesem Kasten drin? Und das ist eine sehr interessante Frage, und er stieß dabei auf diese Fibonacci-Folge. Und zwar, wenn man Zahlenketten addiert, kommt man zu bestimmten Zahlen. Also wenn ich die 0 und die nächste Zahl 1, wenn ich die addiere, 0 plus 1, komme ich auf 1. Ich muss hier immer selber mal gucken, weil, ja, wie gesagt, meine Rechenkünste sind beschränkt. Wenn ich jetzt die letzte Zahl und die nächste wiederum addiere, 1 plus 1, dann komme ich auf 2. Wenn ich 1 plus 2 addiere, komme ich auf 3. Wenn ich 2 plus 3 addiere, komme ich auf 5 und so weiter und so fort. Und was sich hier ergibt, das sind die sogenannten Fibonacci-Zahlen. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante, und was ich finde, ist ein faszinierendes Ergebnis, ist, dass sich diese Zahlenkombination oder diese Zahlenkette in der Natur ganz oft findet, und zwar vor allem bei Spiralen. Spiralen, wisst ihr, gibt es, wenn ihr euch mal eine Sonnenblume anguckt, in der Mitte die ganzen Körner, wie die verteilt sind. Wenn man ein bisschen Abstand hat, die Augen leicht zusammenkneift, dann sieht man, wie sich spiralförmig diese Samenkörner um das Zentrum der Sonnenblume anordnen. Nun, was Ähnliches und, wie soll ich sagen, Deutlicheres sind Schneckengehäuse. Ich versuche jetzt hier mal ein Schneckengehäuse aufzumalen. Und zwar geht es ja vom Mittelpunkt und wird so langsam immer größer. So mache ich das jetzt mal. Ein Schneckengehäuse. Und wir kennen das, diese kleinen Fächer angenommen, ich würde jetzt einen Querschnitt durch das Schneckengehäuse machen, dann sehe ich, wie ich hier immer größere Teile oder wie soll ich sagen, Unterteilungen, Fächer in diesem Schneckengehäuse habe. Und die einzelnen Fächer, Unterteilungen, ich weiß nicht, wie man dazu sagt in der Biologie, diese einzelnen Fächer des Schneckengehäuses stehen genau im Verhältnis zu diesen Fibonacci, oder in dem Verhältnis, in dem auch die Fibonacci-Zahlen stehen. Also wenn man jetzt platt gesprochen 1, 2, 3, 5, was kämen hier als nächstes? 8, 8 und 8 und 5 ist 13, und so ging es dann immer weiter. Und hier hat man also wirklich einen Zusammenhang zwischen der Mathematik entdeckt und der Natur. Oder vielleicht auch eher umgekehrt. Die Natur lässt sich, zumindest in diesem Bereich, in mathematischen Gleichungen ausdrücken. Und das ist natürlich eine zutiefst erschütternde Erkenntnis, dass man sagt, die Natur gehorcht bestimmten Gesetzen. Oder umgekehrt, der Natur liegen bestimmte Gesetze zugrunde. Sie muss wahrscheinlich niemandem gehorchen, aber sie ist strukturiert nach bestimmten Gesetzen. Und das ist natürlich das, worauf im Grunde genommen unsere gesamte Wissenschaft aufbaut. Gut, das war's. Was nehmen wir heute mit aus der Sendung? Wir haben uns mit der Null beschäftigt, wir sind aus Indien raus nach Bagdad, haben einen berühmten arabischen Gelehrten kennengelernt, der die Namen Algorithmus und Algebra verursacht hat, die entstanden sind, nachdem über die Klöster und über die Gelehrten im Mittelalter, die zentraleuropäischen Gelehrten,
die arabischen Bücher übersetzt und gelesen wurden. Und aus dem Ganzen entwickelte sich dann eben eine eigenständige junge zentraleuropäische Mathematik, die dann sozusagen versuchte, den jahrtausendelangen, jahrhundertelangen Vorsprung der indischen und arabischen Mathematik aufzuholen. Wir sehen also, es gibt hier eine Verbindung Indien, vom Wissen her Indien, Arabien und Zentraleuropa. Das ist sozusagen der eine Strang. Der andere Strang, hatte ich ja schon angedeutet, kam von den Griechen. Ich habe bei Aristoteles, als ich über Aristoteles ein bisschen was erzählt, ja schon auch erzählt, dass die Griechen ja auch sehr gute Naturforscher waren, vielleicht nicht Forscher, aber sie haben sich viele Gedanken gemacht über die Wirkungsweise der Natur. Und auch da gibt es sozusagen aus Griechenland heraus über die Araber nach Zentraleuropa hinein einen Strang des Wissens. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht den meinen Strang des Wissens um die Ohren zu sehr gehauen. Jedenfalls würde es mich freuen, wenn es euch ein bisschen interessiert hat. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.